Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Partie mit League of Legends. Heute wieder mit Braum und ich hoffe, dass diese Partie etwas besser läuft als die letzte. Ja, die habt ihr vielleicht gesehen. Die lief nicht so gut und wir spielen heute interessanterweise mit einer Mirror Lane mal wieder. Zed in der Mitte gegen Zed. Haben Mirror Lanes da an sich. Auf der Top Lane wird dann wahrscheinlich Riven gegen Fiora spielen. Eine sehr interessante Begegnung. Riven und Fiora, da kommt es eigentlich meistens auf die Plays an. Je nachdem, wer wen stunt, wer wessen stun dann ausweicht. Also wenn ihr mit Fiora es schafft, mit eurer W dann entsprechend Rivens W zu parieren und dann entsprechend Riven zu stunnen, dann habt ihr einen riesen Vorteil. Und da kommt es halt wirklich sehr auf die Mechanics an. Deswegen bin ich da in der Partie, glaube ich, nicht ganz so gut gewesen in diesem Match-up. Und auf der Botlane haben wir dann entsprechend Twitch und darüber hinaus uns, Braum. Twitch wurde ja auch gewünscht, auch wenn ich nicht ein Fan von Twitch bin. Also von der Webseite schon, aber nicht von Twitch als ADC. Ja, dann sehen wir ihn halt aber trotzdem in dieser Folge. Und dann gegen Lucian, mal wieder. Ich wusste gar nicht, dass Lucian so häufig jetzt gespielt wird, aber der ist ja halt auch verdammt stark, wie es aussieht. Und Olaf und Jax werden jungeln. Auch die sind verdammt stark im Moment. Und Lucian hat Ignite dabei. Interessant, die Gegner haben kein Heal. Da könnten wir auf jeden Fall was dagegen machen. Plox A. Okay. Ich verstehe dich absolut. Ich weiß, was du meinst. Marche. Was? Was wollen die alle? Stevel 92. Und Gentil Papa, Pinguino Drogato und darüber hinaus Behemoth 666. Selten war es so easy. Die religiösen Ansichten mancher Teammates und darüber hinaus die Sprache manch anderer zu erkennen. Oh, 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 und die Gegner invaden. Da kam schon mal der präventive Flash raus und jetzt kam auch meiner Überlebens. Wir überleben's. Sehr schön. Direkt mal backporten. Mit so wenig Leben, da ja, lässt es sich nicht so gut jungeln. Quatsch, jungeln. Ihr wisst, was ich meine. Auch das Lanen geht dann nicht so einfach. Auch das Supporten nicht. Gar nichts geht dann. Also, wir sehen heute Twitch und wir sehen auch, dass die Gegner immer noch da sind. Ich hätte anstelle von Jax hier irgendwo angefangen. Mit Braum bist du sicher. Da ist der Olaf, ja. Ich hatte davor die Axt gesehen, die er geworfen hat. Und da sind Blitzcrank und Lucian. Da hat unser ADC ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen, die weder Lucian noch Blitzcrank noch ich bekommen hatten. Ein paar Minions mehr hat er mitgenommen auf der Lane. Ich begebe mich hier schon mal direkt in den Busch, denn wir wissen, Olaf ist hier irgendwo. Ich habe meinen Ward schon verwendet. Mal gucken, wie es gegen Blitzcrank läuft. Und direkt ein First Blood. Ach, Blitz, Moment. Dings auf der Top-Lane. Ach, das haben die wahrscheinlich miteinander abgesprochen. Okay. Ich habe mich schon gewundert, warum ist Fiora in der Mitte? Warum fehlt da ein Zed? Ist unser Zed dabei auch gestorben? Bei diesem Engage? Und warum bin ich erst der Letzte, der auf Level 2 kommt? Das ist eigentlich auch eine gute Frage. Oh Mann, ey. Ja, kann ich nichts machen. Da können wir leider gar nichts machen bei diesem Gank. Ich hab's ja vorher geahnt, aber irgendwie... Och komm, da lasse ich mich auch noch grabben. Und dann lassen mich die Minions auch nicht durch. Und da frisst der doofe Braum noch nicht mal den Keks, den ich ihn beordert habe, dass er ihn essen soll. Immerhin kriege ich jetzt ein paar Erfahrungspunkte.
Und da ist der Twitch wieder. Oh, und der nächste Grab geht dann daneben. Hat der Twitch irgendwelche Items gekauft? Eins. Oh, sorry. Ich dachte echt, ich hätte noch ein Dings gehabt, aber das war ein Keks, den ich gegessen habe. Das war kein Stack. Na, Blitzcrank, der ging daneben. Ich nehme sicherheitshalber mal die, die wirklich auch nah dran sind. Ich könnte natürlich den Cannon-Minion holen, aber jetzt zum Beispiel könnte man es wiederum nicht. Und auch jetzt wäre es mit einem Risiko verbunden. Keine Zeit zum Sorgen machen. Der Blitzcrank hat da gewardet, ich warde hier. Braum kannst du immer vertrauen. Ich sag ihm mal kurz Bescheid, dass die Botlane gewardet wurde. Wenn man gegrabt wird, kann man allerdings, wenn der ADC noch lebt, sich noch gut aus der Affäre ziehen, indem man dann einfach mit dem W-Spell zurück zum ADC springt, dann aber direkt wieder den Mauszeiger nach unten bewegen, damit ihr das Schild entsprechend nochmal direkt aktivieren könnt. Ja, Blitzcrank bringt nicht ganz so viel, denke ich mal, ne? Macht aber natürlich extrem Schaden dadurch. Ja, Botlanes sind immer wieder schwierig. Vor allem halt auch in Matchups mit Leuten, die man halt auch entsprechend nicht kennt. Denn man weiß nicht, was möchte der Mitspieler machen. Vor allem ist es ja auch situationsabhängig. So eine allgemeine Orientierung, die kann man halt im Vorhinein absprechen. Und das mache ich auch immer wieder, dass ich dann im Chat schon frage, okay, möchtest du eher offensiv spielen oder defensiv spielen, lieber ADC? Aber insgesamt im Laufe der Partie ist es halt schwierig, weil du dann nicht weißt, wie der Spieler in der Situation entsprechend reagieren möchte. Und hier ist ein Set, der leider etwas zu offensiv vorgegangen ist. Der Grab ging daneben. Das war ein extrem weiter Tower Dive. Ich habe da jetzt nicht aufs Leben der Riven geachtet, aber vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, jemanden zu Towerdiven. Vor allem nicht jemanden zu Towerdiven, der einen Stun für alle Nahkämpfer hat. Und mit Zed bist du mit, zumindest mit deinen Auto-Hits ja jemand, der in den Nahkampf gehen muss. Blitzcrank lässt sich so ein bisschen hitten. Stellt sich da ganz provokativ hin. Das Problem ist für ihn, dass er einfach nur Leben dadurch verliert. Jetzt hat er nur noch Half-Life. Die Gegner waren noch nicht back. Heißt, wir könnten eigentlich irgendwann traden. Was war das denn für ein Hook? Da hätte ich aber schon selbst dem Blitzcrank sagen können, dass es daneben geht. Oh, als hätte ich es geahnt. Geh schnell weg, Twitch. Der ist ja sowieso unsichtbar. Okay, komm. Nein, weg mit dir. Weg mit dir. Auch wenn der Jax jetzt vorbeikommt. Wobei mit Jax vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Ich halte hier nochmal kurz die Lane. Nein! Ja, doch, doch, doch. Komm jetzt, der Lucian. Ach komm, ein Hit. Der besagte, der
Bekannte. Eine Turreted. Und der Flash. Oh Mann, aber auch bei Lucian. Ja. Schade, schade, schade. Ich habe probiert, das Maximum aus der Situation rauszuholen. War aber nichts mehr zu holen. Schade. So, hier holen wir uns die Sweeping Lands. Hier können wir uns auch direkt die Erweiterung des Relic Shields holen. Und wenn jetzt eine Wave kommt, kann ich mich da auf jeden Fall nach vorne nochmal tragen lassen. Nope. Das Glück ist uns nicht hold. Wenn du ein Problem hast, komm zu mir. Dem guten alten Braumeister. Super Name. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dafür steht oder nicht. Aber im Moment sieht es so aus, als hätte Fiora ein paar Problemchen gegen Zed. Allerdings hat Zed keine Probleme gegen Riven. Also Zed scheint doch wieder ein Ticken stärker geworden zu sein, denn der war zwischendurch verhältnismäßig schwach. Und Twitch, der kann sich jetzt Boots und Kekse holen. Hat hier gut durchgepusht, insofern wird er nicht so viel Farm verpassen. Nur, dass halt was zwischendurch vielleicht stirbt. Wäre vielleicht. Aber ansonsten kaum CS verloren dadurch. Kann man machen. Wie sieht es denn insgesamt vom Farm her aus? Ja, da ist Lucian wieder ein Ticken weiter vorne. Okay, jetzt durch den Turret verlieren wir schon etwas. Keinen einzigen Minion weiter noch bekommen. So, und jetzt hole ich mir den Cannon-Minion. Ja, also der Fiora muss geholfen werden. Die steht alleine schon schlechter als die gesamte Botlane zusammen. Na, ah, sehr, sehr knapp mit dem Q-Spell immer. Kennt man von Blitzcrank-Grabs. Wenn man immer nur so ein ganz, ganz kleines Stück daneben grabt. Q-Spell für den Farm. Oh, und jetzt kam Olaf auf die Toplane. Ja, wenn der seine Ulti aktiv hat, dann ist es kein Vergnügen, gegen den zu kämpfen. Oh. Ich weiß nicht, ob wir engagen sollten. Im Moment hat der Lucian halt schon ein Item fertig. Das ist ein Problem für uns, falls wir engagen wollen. Der Blitzcrank ist von den Items her... Ja, ein Boots weiter. Einmal Boots. Bringt aber nicht viel, dass er sich das Dings geholt hat. Und jetzt können wir ihn dadurch noch retten. Boah, Twitch überlebt das noch. Boah, war das knapp. Das war richtig, richtig eng hier. Die Gegner haben ein TP tatsächlich durch Olaf. Ansonsten hätten die keinen. Da habe ich nochmal alles gemacht, damit ich den Twitch am Leben erhalte. War klinisch tot. Ja, komm bitte ganz kurz auf die Lane, Jax. Danke, jetzt kannst du wieder gehen. Wenn du meinst, dann geh ruhig wieder. Oh Mann. Oh Mann, 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 Mann. Ach, verdammt. Jetzt ist der Lucian aber weg. Und das muss auch noch sein. Das war gut. Das war sehr schön. Damit haben wir einen Kill geholt. Die Botlane hat jetzt wieder eine Chance. Und darüber hinaus haben wir einen Assist bekommen. Das ist ein sauberes Ding. Soll ich mir erst Boots holen oder das Schild? Ich hole mir erstmal Boots. Oh Mann, 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 Mann. Also die Fiora, die kriegt zwar immer wieder ein bisschen was an Schaden raus gegen Zed, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus für die Fiora. Ah, und hier kommt ein Olaf. Hallihallo. Ah, jetzt ist er unaufhaltsam. Oh, 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 oh. Jetzt wäre zum Beispiel das Schild hilfreich, aber wir hatten natürlich keinen
nicht genug Gold, dass wir uns direkt das Schild hätten holen können. Das war der Kill von Twitch hier. Dieser Engage ist noch sehr gut ausgegangen. Ich hätte eher eigentlich gedacht, dass der Olaf stirbt. Dann habe ich gedacht, okay, der Jax wird wahrscheinlich sterben. Aber tatsächlich ist als erstes Lucian gestorben. Und bis jetzt auch als einziges. Okay, sehr gut. Und ich habe noch meine Ulti. Für etwaige Engages. Ich kann auch direkt nochmal backgehen. Oder wir könnten... Nee, da kommt ein Zed an. Ich habe überlegt, eventuell, dass wir nochmal engagen könnten. Aber das sieht gut aus. Wenn man sich so langsam aber sicher zurückkämpft, das meine ich, jetzt hat der Lucian zweimal einen Fehler gemacht, dann hat man wieder eine ganz gute Chance. Das heißt, wenn ihr mal zurückliegt auf der Lane, dann wartet echt ein bisschen ab auf eure Chancen und dann werden die sich irgendwann ergeben. Wenn ihr, ja, den Gegner angreift, der Gegner euch allerdings nicht angreift, versucht dann irgendwie wegzurennen, dann könnt ihr ihn auch, wenn ihr gut kiten könnt zum Beispiel, dann könnt ihr ihn auch gut dezimieren entsprechend. Ah, Mann. Stress hier im Jungle. In der Mitte, der Stress, der interessiert mich nicht so sehr. Hier ist es aber wesentlich schlimmer. Oh, komm schon, Twitch mit der Ulti jetzt. Ah, Zed. Und Lucian, ja, Zed mit dem schlechten Dings hier. Oh Gott, und der Blue Buff, der haut die ganze Zeit irgendeinen Schaden raus. Und insgesamt hier 2 Kills rausgeholt aus der Situation. Und direkt nochmal einen Ward gespottet. Und die Botlane wird jetzt gerade gepusht. Ihr merkt, es ist verdammt viel los gerade in der Partie. Da muss man wirklich aufpassen, nichts zu verpassen. Es gab aber verhältnismäßig wenige Kills. 16 insgesamt nur. Ah, schade. Ah, sehr gut. Den letzten habe ich wenigstens noch bekommen. Ich dachte, dass 2 Auto-Hits vielleicht nicht reichen würden, um den dann zu killen. Ich gehe gleich nochmal back. Deswegen, ach komm, Twitch. Und in der Mitte ist die Fiora nochmal gestorben. Es sieht aber im Farm okay aus, was die da macht. Ja, und mir fehlen noch 15 Gold, deswegen, ich kann mir direkt das Schild holen. Und dann gehen wir wieder auf Solari. Okay, Zed hat keine Ulti. Ja, Botlane braucht Hilfe. Sagte Botlane, sind gerade beide im Jungle gewesen. Aber wir könnten hier wieder engagen. Sauberes Ding. Nein, come on. Jawohl, schönes Ding. Und jetzt lasse ich nochmal einen Stack hier liegen und damit haben wir die Botlane gedreht. Und damit geht es nochmal ganz kurz back, denn wir haben wieder einen Ticken Gold angespart. Können uns da ein bisschen Leben und Life Regeneration holen. Und jetzt killt der gegnerische Zed auch noch unseren. Ja, hat halt ein paar Kills mehr. Oh, aber unser Zed killt den auch. QSS ist sehr, sehr gut im Kampf Zed gegen Zed. Die Sache bei Zed gegen Zed ist, der eine ultiert, der andere ultiert direkt danach und beide sterben quasi anschließend durch die Ulti. Was könnt ihr dagegen machen? Quicksilver Sash. Genauso wie gegen die Fiora Ulti. Die Fiora Ulti ist einfach weg, sobald ihr das Quicksilver Sash aktiviert. Insofern super empfehlenswert. Die kann dann keine der Schwachstellen nutzen und ja... Ihr habt dann gar kein Problem gegen die.
Zumindest wenn sie die Ulti aktiviert. Die Ulti könnt ihr damit super easy dodgen. In der Mitte den Turret noch verteidigt. Aber es ist halt wirklich anstrengend. Es ist anstrengend, es passiert super viel gerade. Auch jetzt wieder. Botlane wird gepusht, Blitzcrank in unserem Jungle. Twitch holt sich den Lucian. Oh Mann, da wollte ich gerade hin, aber war zu spät. Ja, insgesamt war die Situation aber für uns ein Ticken besser, denn Lucian hat dadurch nur einen Assist bekommen. Twitch hat dann schön Kill geholt. Steht mittlerweile 5-2, ist vollkommen in Ordnung. Ich gehe nochmal ganz kurz back. Hol mir ein bisschen Magic Resists, würde sich nicht lohnen. Trotzdem, Solari lohnt sich immer. Das dicke Schild allein schon. Wobei, Moment. Warum nicht ein Command Banner? Baue ich. Ich baue einen Command Banner. Brauche ich aber halt kein Leben für. Na, da hätte ich fast den Kill gestealt. Hab da im letzten Moment den Auto-Hit abgebrochen. Aber es sieht gut aus. Wir kämpfen uns zurück. Ausgeglichen viele Kills. Hier nochmal ein bisschen den Jax unterstützen beim Farmen. Hier den Stack loswerden und hier nochmal einen weiteren. Egal, das Lebensitem kann ich auch für alles andere nutzen. Ja, schon wieder hier ein Ward. Ja, natürlich holt er sich den. Kann man auch gerne mal den Support überlassen, ne? Vorsicht, der Blitzcrank ist da. Oh Mann. Und auch noch einiges mehr als Blitzcrank. Jax ist nicht mehr da. So viel ist klar. Na. Überleben die das? Ja. Sieht gut aus. Zed wollte was Cooles machen, hat aber irgendwie keinen Schaden gemacht. Und jetzt Ulti und dann die Ulti direkt danach. Oh Mann, und diesmal hat der gegnerische Zed unseren komplett vernichtet. Oh Mann, und jetzt liegt's an uns. Der Exhaust ist raus. Riven fällt. Ja, ich wollte eigentlich den Kill wieder nicht stehen. Oh doch, sie fällt. Der Gegner holt sich den Drake. Sollten wir eigentlich aufpassen. Aber der Double Kill, das passt. Also ganz ehrlich, langfristig wird der Twitch einfach unbesiegbar sein. Nein, da holt sich den Farm noch. Na, oh, komme ich da noch weg? Ich komme noch raus. Und wir machen hier mit einer bravourösen Ulti und mit einem bravourösen Escape nochmal einen Trade mit 3 Kills. Sauberes Ding. Super Ding. Also ihr merkt, die zweite Partie Braum, die läuft schon wesentlich besser. Da muss man sagen, ja, ich weiß nicht, ob es am Team liegt oder ein bisschen wahrscheinlich auch dann an meinen Leistungen, dass ich jetzt wesentlich besser unterwegs bin. Aber auf jeden Fall, ja, man sieht's. Man spielt sich einen Ticken ein und ist direkt super, super stark unterwegs. Und jetzt können wir uns hier den Bot-Turret holen. Also Braum, Support, push die Lanes. Nein. Oder auch nicht. Also Lanes pushen schon, aber Turrets holen, nein. Ach man, ich wollte ja eigentlich den Turret haben. Das wäre so schön gewesen. Auf der Top-Lane. Sauber. Twitch und Zed, gutes Team.
Lucian auf der Botlane. Ne, da gehe ich wieder nicht wieder hin. Hier ziemlich stark am Pink Ward clearen. Na, und ich gehe mal auf die Botlane. Eventuell kommt da der Lucian gleich angerannt. Nope, tut er nicht. Ah, in der Mitte ist es aber für Fiora ziemlich gefährlich. Jetzt kommt Twitch dazu. Warum geht denn der Lucian jetzt schon weg? Och Mann. Der hat wahrscheinlich gerochen, dass Twitch kommt. Ist ja auch eine Ratte, die kann man ja sehr leicht riechen. Oh. Och Mann. Ich wollte da noch einen Assist haben. Das wäre mein 1, also 0-1. 12 schon gewesen. Das ist schon kein schlechter Stat. Ein Tod und 11 Assists. Auch das ist kein schlechter Stat. Sieht ganz gut aus. Na Moment, ich möchte eigentlich noch Command Banner haben. Insofern pushen wir noch einen Ticken weiter. Sauber. Nein. Ja, okay. Ich tanke für die Minions. Mein Leben gegen das der Minions. Und der Jax kommt noch weg. Da der Stun. Und der Flash. Da hat er den Hook gedodged. Sauberes Ding. Super gemacht hier. Na, leider. Na, komm schon. Sehr schön, der nächste Slow. Und das ist der Tod. Mach's gut. Bye bye, liebe Riven. Ich finde hier auch extrem viele Wards gerade, ne? Ich glaube, wenn man in die Statistik guckt, Ward cleared, irgendwie. Könnte schon in die Richtung 10 gehen, vielleicht. Also, das ist schon. Ja, ordentlich. Ach, Moment. Ah, okay, der hat keinen Full Life, der Cannon Minion. Na, 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 na. Nichts da, Lucian. Kriegst mich nicht so leicht so lange geultiert. Sauber. Jawoll. 0-1-14. Bis jetzt ein super Spiel. Mit anfänglichen Schwächen, aber danach haben wir uns echt gefangen. 12 Kills mittlerweile auf Twitch. Ja, das Problem ist, wenn ich dem Minion jetzt den Command Banner Boost gebe. Na, in der Mitte. Nee, da will ich eigentlich nicht engagen. Ich gehe mal auf die Top-Lane. Vielleicht komme ich rechtzeitig um dem Cannon-Minion. Nee, der hat kein Full-Life mehr. Der wird niemals Full-Life haben. Nie wieder. Es sei denn, da kommt ein Alistar und hielt ihn durchgehend wieder hoch. Hier, ich gebe dir Resistenzen. Mein kleiner Minion. Hau mit deinen Resistenzen alles raus, was geht. Kommt ein Zed. Oh nein. Ja, mach's gut, liebe Riven. Ich bin da mal weg. Oh ja, dive mich. Nein, ich habe kein nicht genug Dings. Mana für mein Dingens. Verdammt. Ich wollte meine Ulti aktivieren, aber ich hatte nicht genug Mana. Verdammt, was 20 Mana manchmal ausmachen können, ne? 0-2-14. Och Mann. Jetzt habe ich nicht mehr mit einem Tod nur. Ach, ist nicht schlimm. Absolut gar kein Problem.
Das verstehe ich nicht. Ah, okay. My farm, my river, my all. Na, okay. Da hat jemand irgendwelche Komplexe. So, ganz kurz. Ich verkaufe das hier jetzt schon mal. Ja, für ein bisschen mehr Mana. Damit das nicht nochmal passiert. So, auf der Botlane. Jetzt bitte ein... Ja, okay, dann... Einfach du. Du bist dann super stark. Und das Gute ist, die Minions farmen für einen. Ihr kriegt das Gold, das dieser Minion dann entsprechend lastetet. Das ist verdammt stark. Und entsprechend seid ihr mit diesem Item eigentlich recht gut unterwegs. Solari gibt halt ein Schild. Das ist, ja, vielleicht hin und wieder noch ein Ticken stärker. Oh Mann. Leute. Ist halt leider gerade keiner da, aber... Ja. Nicht so gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. 0-3-14. Ja, da passt man zweimal nicht auf und dann steht man schon 0-3-14 und jetzt... Gibt's hier vielleicht Rache gegen die Riven, die uns den zweiten Tod beschert hat. Sehr schön. Ja, die Fiora hat noch ihre Ulti parat. Huh, dat Hook. Ging daneben. Ah, und wir kriegen hier gerade... Ich habe mich gewundert, wo habe ich gerade 30 Gold herbekommen. Aber dieser Minion, schaut mal, wie der schnetzelt. Das ist super krass, ey. Da haben wir so viel Gold jetzt bekommen. Und die Botlane pusht einfach unerbittlich weiter. Ja, aber wie schnell der auch hittet, ne? 2,38 Attack Speed, wie geil. Nein, er ist tot. Ich nenne ihn Olaf. Nicht Olaf. Braumeister Olaf. Okay. Der nächste wird Kanonier kennen. Das ist, glaube ich, ein guter Name. Und die Gegner sind geaced, das heißt, die Zeit für Split-Push-Braum ist gekommen. Die Botlane ist fast durchgepusht bis zum Turret. Und jetzt wird sie noch weiter gepusht durch meinen Cannon-Minion namens Cannon. Wäre vielleicht sogar cleverer gewesen, die Fiora hier zu unterstützen, aber da ist mir mein Gold wichtiger. Überlebt sich's noch? Nein! Ah, damn it. Hätte die das noch überlebt, dann wären wir dann zur Stelle gewesen. Und jetzt komm, Cannon. Ach komm, Cannon, du kannst nicht so gut last hitten wie Olaf. Das ist einfach nicht dasselbe ohne Olaf. Ja, jetzt 50 Gold. Er geht in den Minion, er geht in den Turret-Fokus. Mann. Was bringt die Zukunft? Wenn wir jetzt in der Gruppe kämpfen, dann ist unsere Ulti verdammt stark, denn unsere Ulti kann in einer geraden Linie hinweg alle easy killen. Also nicht killen, aber kampfunfähig machen für kurze Zeit. Und Twitch kommt hier auch mit rein. Ah, Mann. Und so kann man die Ulti dann wieder versauen. Und wirklich nichts da draus holen. Die Fiora split-pusht auf der Top-Lane. Oh, ey, ihr seht's wirklich. Ich rieche die Wards. Ja, wenn ich das jetzt alleine machen muss, dann bringt's nicht so viel. Guter
Ja, easy. 12. 5 Minuten gewartet, aber trotzdem, wir haben ihn dafür bekommen. Und als letztes Item werde ich mir dann, mal schauen, vielleicht Banshees oder so holen. Ich bringe jetzt auf jeden Fall die Botlane nochmal zum Pushen schön. Oh Mann. Die Gegner haben sich einen recht sneakigen Baron geholt. Zed kommt hier noch weg. Na, Moment. Oder Randuins. Oh, das gibt jetzt verminderten Schaden durch Crit-Treffer. Ja, so sehr hat er aber auch nicht auf Crit gebaut. Ja, insofern lohnt sich das nicht. Na, sehr schön. Blitzcrank tot, aber jetzt auch noch Zed. Und das sieht super aus. Zwar ist auch unser Zed gestorben, aber wichtig ist, dass unser ADC lebt. Der hat es überlebt. Ganz, ganz knapp. Ach, Leute. Hinterlasst mir doch wenigstens ein, zwei Minions, Mann. Der Farm, den wir auf der Botlane bekommen, der ist nicht genug. Jetzt werden drei Lanes gepusht. Das ist der große Vorteil bei Command Banner. Auf der Top-Lane ist der Twitch gerade in Bedrängnis. Da kann ich jetzt gern mal hingehen. Ja, die können jetzt die Top-Lane vielleicht verteidigen und auch die Mid-Lane. Ja, das war jetzt eigentlich sinnlos. Ach komm, Alter, was ein Schaden. That damage, ey. Okay, die hat aber auch 10, 9 Kills gerade gehabt. Ja, ich war da einfach zu greedy, wollte einfach direkt die Riven killen und ja. Das war einfach ein bisschen overextended. Ein bisschen nutze ich hier sehr vage das Wort. 0414. Wir haben 102 Farm. Genauso viel wie der Jax. Doppelt so viel wie der gegnerische Olaf. Er ist ja gar nicht so stark, wie ich dachte. Nein! Oh, der E-Spell vom Blitz kam im just richtigen Moment. Hat er verhindert, dass Fiora irgendetwas noch machen konnte. Ja, die killen wir auch so. Sehr schön. Ich habe überlegt, ob ich die Ulti nutzen soll, aber wäre meiner Meinung nach es nicht wert gewesen. Und ich lag richtig. Also, 2000 Gold brauchen wir insgesamt noch für Randuins. Moment. Ich gehe auf die Top-Lane, dann gibt es heute einen neuen Minion. Ach komm. Olaf hat gute Dienste geleistet, deswegen bist du Olaf der Zweite. Olaf der Kanonier. Ich mag Cannon nicht so. Und der Lucian war dann im Moment unachtsam und ist hier direkt gestorben gegen unseren Twitch. Und das könnte eigentlich eine Chance sein, hier die Botlane oder die Midlane ein bisschen weiter zu pushen. So, hier, Olaf wird ein bisschen attackiert, der Kanonier, Olaf der Zweite. Zed klaut mir meinen Farm. Und hier ist der nächste Ward. Es war absehbar, dass hier einer sein würde, aber... Oh, oh, oh. Trotzdem, wir hätten ihn fast nochmal gecleared. Den nächsten. Also wir haben ihn gecleared. Wir haben trotzdem den nächsten Ward gecleared. So. Na, die Riven. Gegner sind zu viert am Leben. Das ist ein Riesenvorteil für uns. Oh, die Ulti, die war gut. Die Ulti war gut, aber der Platz zum Engagen, ja, es ist keiner da. Es ist halt wirklich gerade keiner da.
Boah, ich habe hier Blitzcranks Grab abgefangen. Ja, und wir überleben es noch. Frage ist, wie lange? Ach, herrje. Jetzt kommt Zed rein. Und Fiora auch. Na, sehr schön. Zed holt sich den Kill gegen Lucian. Was war das jetzt für ein Heal? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. War das irgendeine neue Fähigkeit? Moment. Das gibt doch nur Magieresistenz. Ja. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Egal. Hauptsache, Zed lebt und hat wieder Full Life. Warum ist es dabei egal? Ja, die Minions sollten langsam wieder spawnen. Ja, sehr schön hier auf der Top-Lane. Olaf der Dritte. Komm schon. Olaf der Zweite hat gute Dienste geleistet, glaube ich. 117 Farm. Mein Farm ist einfach der Wahnsinn. Ich habe beide Jungler jetzt gleich überholt. Das ist echt wirklich, wirklich geil. Oh, der selbst. Die Ulti war echt wieder blöd. Ja, aber man braucht ja auch ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich wollte den Kill holen. Denn mittlerweile sind wir der krasseste Carry in unserem Team. Ach herrje, da sieht man's. Twitch bringt's nicht mehr. Und Blitzcrank überlebt's. Na, ich probiere hier. Nein, 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 nein. Oh nein. Ich werde es nicht überleben. Na, Mann. Ich habe gedacht, der Zed hat einen Masterplan, weil er da steht und nichts macht, aber... Jetzt throwen wir das so ein bisschen. Zwischendurch sah es echt super aus für uns. Sah so aus, als ob uns niemand irgendwas anhaben könnte. Und jetzt sind wir 40 Sekunden tot. Noch 40 Sekunden tot. Ach hey, das habe ich ja jetzt gar nicht kommen sehen. Die Gegner mit dem nächsten Baron. Ich glaube, es gab schon einen. Und die haben auch vier Drakes. Mal ganz ehrlich. Lieber Jax, du hättest ein paar Objectives einnehmen müssen. Oh ja, auf geht's. Ich bin voll dabei. My body is ready for this. Na, am Ende kriegen wir halt leider nur Blitzcrank. Oh, 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 Zed gegen Zed. Zed stirbt. Ach, komm. Ey, Leute. Ein Gegner verfällt im Blutrausch. Ich begreif's nicht wirklich. Also die Fiora, die hätte ruhig hin und wieder auch mal einen Hit absetzen können.
Die stand komplett passiv. Oh Mann, ey. That damage. Euer Team hat einen Turm zerstört. 2100 Schaden in 1,76 Sekunden. Das ist heftig. Das ist schon hart. My job is the rat. Nix gegen Ratten. Ne, Ratten können sau intelligent sein. Ich habe in letzter Zeit so ein, zwei YouTube-Videos gesehen, wo Ratten richtig coole Tricks machen können. Ich finde es super, super lustig. Ich wusste gar nicht, dass die so extrem intelligent sind. Die haben halt nur einen schlechten Ruf, weil die halt in der Kanalisation leben und ja, größtenteils. Na, Moment. Erstmal hier nochmal einen Trank nehmen. Mittlerweile habe sogar ich ein Full-Item-Build. Das Spiel geht gerade ordentlich lange. Dieses Mal war die Ulti wesentlich erfolgreicher. Ich hoffe mal, die Passive von Randuins, die aktive, hat sich nicht geändert. Denn ansonsten würde es... Ja... Da würde ich sie falsch verwenden halt. Wenn du ein Problem hast, komm zu mir. Das Gute ist, die haben jetzt 5 Drakes. Also das ist das Schlechte, aber das Gute ist, sie verlieren halt jetzt ihre ganzen... fünften Drake, den Effekt des fünften Drakes. Indem sie halt sterben. Wenn du stirbst, verlierst du den Effekt und ja. Das war's dann. Für den Moment, bis du ihn nochmal machst. So, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Der hat noch kein Full-Item-Build. Ah, wir können die Boots noch erweitern. Okay, gute Idee. Ich mach mal Captain. Oh, das Elixier. Die Hälfte ist noch da. Ah, nein. Twitch. Schade. Warum kann ich denn die eigentlich noch anklicken überhaupt? Wir haben ohnehin genügend Gold noch, insofern. Ah, das ist sicher ein Bait. Ach komm, der dodgt damit die Ulti. Ah, Mann, ey. Das ist wirklich zum Kotzen, ja. Und währenddessen pushen die hier auf der Top-Lane durch. Bot-Lane, meine ich, ja. Ist jetzt auch egal. Die Lane wird Hauptsache durchgepusht und die Gegner kriegen wahrscheinlich das Spiel jetzt zu Ende. Nein. Nein. Ach, komm schon. Twitch, kannst du das verteidigen? Du kriegst auch sicher noch die Riven. Die Riven läuft in den Turret, aber überlebt es hier. Oh, jetzt ist auf beiden Seiten ein Inhibitor down. Oh Gott, ist das Match spannend, ey. Ich hatte mich eigentlich nicht für so eine lange Partie gerüstet. Verdammt. Hätte ich das gewusst, wäre ich vorher nochmal pinkeln gewesen. Schau mal, der Zed hat kein Quicksilver Sash gekauft. Wäre vielleicht ganz clever gewesen, denn... Im Moment, 10 Tempo, wenn die auf mich zukommen. 10%, okay. 10 wäre ein bisschen wenig gewesen. 10% ist in Ordnung. Aber ich glaube, allgemeines Movement könnte doch ein Ticken sinnvoller noch sein, oder? Also ich würde mir als ADC zumindest die rote Erweiterung holen. Das ist dann wesentlich besser. Dann kriegst du pro Hit wieder ein bisschen Speed.
Also nicht kumulativ, aber für 2 Sekunden halt. Und wenn du alle 2 Sekunden halt hittest, entsprechend kitest, sehr gut, dann sieht es gut aus. So. Guardian Angel ist bei Fiora ab. Ja, allgemein vielleicht kein schlechtes Item, das jetzt schon zu haben. Auch als Braum oder so. Oh Mann, das ist echt unübersichtlich hier, aber ich glaube, es ging ganz gut aus bis jetzt. 2 Kills gegen einen, wie sieht's jetzt aus? Komm zu mir. Fiora, dash nicht weg. Jawohl. Blitzcrank ist der 3. in der Runde, der stirbt. Oh nein, und die Minions finishen jetzt. Komm schon. Nein! Da haut er den Turret nochmal. Ey, Leute. Also entweder ihr finisht es oder ihr verteidigt. Jetzt ist halt Twitch schon viel zu spät da. Es hat sich gar nicht gelohnt, denn nichts wurde gepusht dadurch, dass die da geblieben sind. Und beide Turrets von unserem Nexus sind leider, leider weg. Das ist auf jeden Fall eine krasse Partie. Ich hole mir ein neues Elixier. 156 Farm, damit sind wir schon lange an so gut wie allen vorbei. Oh, und jetzt holen die sich den Baron. Ja. Ist halt blöd, ne? Wenn die Lane durchgepusht wird, beide Turrets fallen, keiner ist am Start. Irgendeiner muss dann halt verteidigen. Fiora ist tot. Und die Botlane wird halt weiter gepusht, obwohl ich halt meinen Command Banner draufgehauen habe. Natürlich, weil die Dings da sind. Die Super Minions. Und Twitch wird hier gegrabt. Ja, Zed ist tot. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer gegrabt wurde wirklich. Twitch auf jeden Fall nicht. Der ist noch am Leben oder er hat es noch überlebt irgendwie. Oh Mann. Ja. Kann man nichts machen. GG, well played. Super spannende Partie. Auch wenn wir die verloren haben, ich glaube, in dieser Partie haben wir uns super angestellt. Wir standen halt zwischendurch 0-1-12 oder ich glaube sogar 0-1-14 und das ist halt aller Ehren wert. Ja, 0 Drakes, das ist unter anderem eines der Probleme. Wir hatten auch 0 von 3 Barons und da muss man sich halt schon seine Gedanken machen, ne? Kein einziges Objective hat unser Jungler mit uns eingenommen. So gut es auch eigentlich lief in der Partie, das ist etwas, was man eigentlich eher beachten sollte als Jungler, dass du die entsprechenden, ja, die ganzen Objectives auch nimmst. Oder halt ganz am Ende, entweder du entscheidest dich dafür, einen Turret zu holen, oder du entscheidest dich zu defenden. Ich hätte den Nexus so oder so defenden können, aber wenn der Twitch oder irgendjemand anders noch früher gekommen wäre, hätten wir entsprechend auch einen Turret defenden können. Wenn du dich aber entschließt, okay, vielleicht pushen wir dann lieber die Botlane und holen einen Turret und einen Inhibitor, hätte ich gesagt, okay, dann bleib da, verlieren wir einen Nexus-Turret, aber dafür haben wir noch ein bisschen gepusht. Haben die aber nicht gemacht. Leider keins von beidem gemacht und deswegen ging die Partie auch so aus, wie sie ausgegangen ist, aber sie hat Spaß gemacht. Das war eine coole Partie und ihr habt gesehen, ich kann Braum doch spielen.
Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal geht es wieder vielleicht mit einem anderen Champion in der Free Rotation weiter. Mal schauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis denne.